Yo, 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 hier ist Alpagan in Hamburg, der Uster und der Meister aller Glatzen, hier bei Backspin TV. Gier, Ehrensache. Ihr seid die Beste! Du bist der Beste! Alpagan! Ja! Ehrensache. Für dich? Ja, eine Ehrensache für mich, dass ich hier wieder mit dir sitze. Die kleine Randanekdote ist ja, dass wir schon vor längerer Zeit mal zusammengesessen haben. Weit vor Release, da hat es draußen noch geschneit, viel Schnee gelegen. Stimmt. Ja, erinnerst du dich noch? Ja, so halbwegs, aber es war kein schönes Wetter. Ja. Und es war auch vom Interview technisch für dich so, dass du am Ende gesagt hast, wollen wir lieber nicht veröffentlichen. Ich wollte halt nochmal machen. Ich war sehr gestresst in der Zeit. Ja. Es war mir alles zu viel. Und mir wäre es halt lieber, wenn wir es jetzt nochmal neu machen. Ja, ist auch wie gesagt, alles cool. Ich respektiere das auch immer. Weil am Ende muss sich der Künstler gut fühlen. Und man hat es dir damals schon angemerkt, dass du sehr unaufgeräumt in dir warst, dass du auch noch viel mit dir rumgetragen hast, was wahrscheinlich erstmal geklärt werden musste. Ja. Jetzt ist Album vorbei, wir haben ein bisschen Zeit hinter uns, du hast eine Chartplatzierung, du bist jetzt auf Tour. Wie sieht es jetzt in dir aus? Alles sortiert. Ja. Was raus muss, ist draußen. Was drin ist, ist alles friedlich. Also mir geht's gut. Ich habe, wie gesagt, gute Chartsplatzierung mit meinem Album. Und was ich natürlich nicht gedacht hätte. Also, wieso nicht? Ich hätte es nicht erwartet, dass ich so gut einsteige mit meinem Album. Und gerade auch alles auf eigener Faust, weißt du. Also ist schon eine Überraschung für mich gewesen. Und natürlich habe ich dadurch auch ein leichtes Grinsen bekommen, was ich auch verdient habe. Ja. Ja, auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Ist jetzt so ein Riesenlast, ist jetzt von mir runter. Puh, kann ich schon mal ausatmen und in Ruhe auf Tour gehen. Du hast ja im Vorfeld in Interviews und auch bei uns natürlich über deine Vergangenheit und die Geschichte mit Sido gesprochen. Es gibt viel, was darüber gesagt, geschrieben wurde. Jetzt hat er im Nachhinein dann zum Album nochmal über Internetkanäle ein bisschen in deine Richtung gestichelt nach dem Release. Sind die Sachen jetzt mittlerweile zwischen euch geklärt? Ist alles sauber? Gibt es da immer noch irgendwelche Ungereimtheiten? Weil du wirkst auf mich schon immer wie ein Typ, der dann gerne die Sachen klärt und auch gerade rückt. Also erstens zu seinem Kommentar finde ich echt schade, dass er mir das nicht gönnt. Weißt du? Ich weiß, er hat es auch ironisch gemeint mit diesem Schade, ist ja klar, das hat ja jeder verstanden. Ich meine, was habe ich dir angetan, dass du nicht mir mal nicht diesen Platz 12 gönnst? Ich meine, das war auch nicht mal auf Sidos Promo. Ich meine, ich habe mit Meister aller Klassen war meine erste Single und damit habe ich viel mehr Klicks als Alles war die Sekte, immer noch. Weißt du, und Alles war die Sekte war auch kein Diss. Ich meine, soll mal ein Rapper so einen Diss machen wie ich, gerade so einen friedlichen Diss, so wirklich mit Fakten. Das ist nicht mal ein Diss für mich, das sind halt Fakten, die ich klarstellen wollte, wie es zwischen uns beide ist, gerade aktuell. Für all die Fragen im Internet und für all die Fragen von den Fans da draußen, weißt du? Um nochmal klarzustellen, wie es jetzt gerade zwischen uns ist. Es ist ja nicht alles so friedlich und easy, wie Sido es immer so rüberbringt in seinen Interviews. Und das muss ich halt nochmal, weil ich so ein ehrlicher Mensch bin und sehr authentisch bin, muss ich halt nochmal den Leuten klar machen, wie es wirklich ist. Und trotzdem finde ich es schade, dass er es mir halt nicht gönnt und darüber immer noch so seine Witze macht oder seine, dass er immer noch da anstichelt. Aber komischerweise habe ich ihn an dem Tag getroffen. Okay, und? Mit seiner neuen Freundin. Ich habe ihn rausgezogen vom Restaurant, ich habe gesagt, komm, wir klären diese Sache jetzt, lass uns reden. Dann ist er rausgekommen und dann haben wir Fakten klargestellt, was Sache ist. Und er wollte sich melden, hat er nicht gemacht. Das heißt, für dich sind immer noch so ein paar Sachen offen. Ja, und die wollten wir klären und er hat sich nicht gemeldet. Aber die Wege in Berlin sind halt ein bisschen kürzer, insofern besteht die Chance, dass man das klären kann. Seitdem zeigt er auch nicht mehr seinen Standort bei Twitter und keine Ahnung, wie das da läuft. Sonst schreibt er immer, wo er ist. An dem Tag hat er es geschrieben, dann bin ich da hingegangen, um die Sache mit ihm zu klären. Und komischerweise seit dem Tag zeigt er nicht mehr seinen Standort im Internet. Gut, im Zweifel bist du jetzt mit so einer Chartplatzierung und dem Weg, den du gemacht hast, in die Charts ja eigentlich auch so, dass du ziemlich... Das war mein Talent, weißt ja, du, das war Alpagan. Die Leute wollten hören, was los ist bei mir. Und mein drittes Album ist halt sehr persönlich. Und ich habe da alles klar gemacht, halt Ehrensache, genau wie der Titel auch heißt. Ich habe halt auch in der Szene habe ich auch ehrenlose Züge gesehen, egal auch, ob von Freunden, sowohl als von Freunden auch von Feinden, weißt du? Mhm. Und diese Sachen habe ich halt bearbeitet und Sido war halt ein Hauptthema in der Sache. Und dazu war halt Alles war die Sekte und Alles war die Sekte war für mich so, ich war noch nie richtig Sekte, ich war Sido sein Kumpel und deswegen die dritte Strophe auch persönlich zu Sido, ohne ein Diss, weißt du?
klargestellt, dass ich kein Sekte bin. Und das heißt nicht für mich, dass ich jetzt nur mit dem Song Platz 12 gegangen bin. Meister aller Klassen war krass, Bevor ich gehe war krass. Weißt du, das sind so die Sachen, was Alpagan ausmacht, dieses Ehrliche, dieses Authentische, Bevor ich gehe zum Beispiel. Das ist doch so ein typischer Alpagan-Song. Mhm. Meister aller Klassen war vielleicht wieder mal was Neues von mir. So, weißt du, ein bisschen mehr Schwung und Stimmung und all die Promis ein bisschen erwähnt. Aber ansonsten war das halt Alpa. Sido hat vielleicht mir eine Tür geöffnet, aber durch diese Tür bin ich alleine gegangen. Nicht nur mit ihnen, sondern ich alleine bin da durchgegangen. Diese Tür, die dir da geöffnet wurde, hat auch dazu geführt, dass du in der öffentlichen Wahrnehmung von auch anderen Medien zusammen mit Savage und Flair in ein neues Berlin, in eine neue, also quasi in so eine Phalanx gestellt wurdest. Wie fühlt sich das für dich an? Was denn, dass ich mit Savage und Flair cool bin? Nee, dass du auch in der Außenwahrnehmung, Darstellung als so Speerspitze von Berlin, als das, was da für Berlin steht und ganz oben an der obersten Front stehst. Ich meine, ich bin der Junge, der in Berlin aufgewachsen ist und über Berliner Straßen erzählt. Ich bin keiner, der einen Song über Carmen macht oder keine Ahnung, weißt du. Berlin, das war mir auch sehr wichtig. Berlin ist nicht mehr das alte Berlin. Und ich habe darüber auch einen Song gemacht, das neue Berlin. Und da ist halt vieles anders. Es ist nicht mehr wie früher. Ich meine, früher haben wir auf den Straßen Breakdance gemacht und haben auf die Wände gesprüht und keine Ahnung. Und heute siehst du halt, oder es war halt mehr Ghettos, da war eine Crew, da war eine Bande, jeder Bezirk hatte eine Bande und heute ist es nicht mehr so. Jetzt hat jeder Bezirk einen Jugendcafé mit einem Sozialpädagogen und Yuppies fahren mit Fahrrädern rum, wir früher mit BMX-Rädern und die heute mit abends mit Fahrrädern, die man auf dem Flohmarkt kriegt für 5 oder 10 Euro, ohne Licht und ohne nichts, weißt du? Und das ist schon halt ein ganz anderes Berlin und darüber musste ich halt auch erzählen, dass Berlin nicht mehr wie früher ist. Oder zum Beispiel Kanaken tragen früher Bomberjacken, heute tragen sie alle Kutten. Weißt du, das ist auch ein Bild für Berlin, was ein neues Bild ist. Und wenn die Leute mich so sehen als Speerspitze hier für Berlin, Alpagan da ganz oben, der halt Berlin anspricht, dann ist es so. Ich meine, ich bin auch der Einzige, der über Berlin so richtig redet. Findest du nicht? Ja, doch, durchaus. Ich meine, es gibt da noch den einen oder anderen Kollegen, die dann auch mal Tracks über die Stadt machen. Es gibt schon noch so ein paar, die Fahne hochhalten für die Stadt und das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig. Ich meine, ist ja auch, als Hamburger tut es immer weh, das zu sagen, aber schon so, was die Masse an Rappern in der oberen Etage von Rap angeht, schon immer noch die Nummer 1. Ja, finde ich auch, ja. Punkt, ja. Wo sind die Hände? Kommt zu Hamburg! Alle Hände! Manchmal schieb ich Hass auf die Deutschen. Warum nur so kränker hier? Macht euch mal locker, denn es ist nicht einfach hier. Jetzt sind wir auf Tour, um mal auf das Thema zu kommen. Du bist mit Pierre unterwegs und da finde ich die erste ganz lustige Randnotiz. Der gute Mann hat in einem Gespräch bei uns für ein Online-Feature Azad und sein Album Leben für sich als größten Künstler oder als größtes, wichtigstes Album positioniert. Ich habe schon mit ihm darüber gesprochen, dass das ein bisschen was anderes ist. Ich weiß, dass er ein Azad-Fan ist. Er feiert Azad wirklich. Und ich finde das halt ganz lustig. Du, der als klarer Bekenner zu Kool Savas und dann kommt PA mit Azad. Ist auch eigentlich eine ganz lustige Zusammenstellung für so eine Tour, oder? Wer sucht die CDs im Turbus aus? Also ey, ganz ehrlich, daran habe ich gerade gar nicht gedacht die ganze Zeit. Weißt du? Das ist ja auch mein Job. Ja, ich meine, daran denken wir auch beide nicht. Weißt du, ich meine, ich habe nichts gegen Azad und er hat nichts gegen, Pierre hat nichts gegen Savas. Das ist halt wieder, ich meine, wir sind erwachsene Leute. Jeder, die haben was unter sich zu bereden und ich bin mit PA cool, weißt du? Ich meine das ja auch wirklich dann eher so ein bisschen spaßig, wenn man sich das überlegt. Ja, ist schon ein bisschen witzig, so ein bisschen komisch, so, aber ganz ehrlich, daran haben wir beide gar nicht. Ich weiß nicht, ob er daran gedacht hat, aber ich habe nicht daran gedacht. Und ich nehme es voll easy, ich feiere PA Sports überkrass. PA Sports ist für mich, ey, nach Savas ist er für mich einer der krassesten Rapper in der deutschen Rap-Szene. Und was schade ist, das hat noch nicht jeder mitbekommen und das kommt noch. Ich meine, der Junge, dem gibst du ein Beat, sagst ein Thema und ich glaube mir, der rappt 10, 15 Minuten lang Freestyle auf dieses Thema und er macht die Doppelreime und erzählt dir eine ganze Geschichte. Das ist für mich krass. Das ist für mich ein Freak. Weißt du, ich sehe mich nicht als Rapper, so als wirklicher Rapper. Ich sehe mich als Künstler, ganz ehrlich. Ich kann rappen, aber ich bin ein Künstler. Ich brauche meine Zeit. Ich muss überlegen, was ich schreiben will. Dann schreibe ich meine Texte so, wie es sein soll. Weißt du, die Aussage ist bei mir sehr wichtig. Der Junge kriegt es so hin, ohne zu überlegen. Kommt alles durch und sein Brain halt funktioniert halt alles automatisch bei ihm. Bei mir leider nicht, ich habe halt viel zu viele Sorgen oder viel zu viel Stress im Leben oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist er krass und wie er rappt und es auch so rüberbringt, ist für mich richtig krass. Also auf jeden Fall würde ich den Leuten da draußen sagen, habt mal echt ein Ohr auf PA Sports, sein Album Vom Glück zurück, auch überkrasse Songs drauf
Und wie gesagt, der Junge ist in diesem Rap-Film halt richtig mit drin, so, weißt du? Wie ist denn das, mit ihm dann zusammen auf Tour zu sein? Ich meine, wie läuft das? Wie läuft das ab? Wie ist das Feedback der Leute da draußen? Wie ist für dich das Feedback auf dieser Tour? Bis jetzt alles positiv, halt sehr gut, wirklich. Ich meine, ich mache meine Show, der Junge macht dann, ich mache so eine Stunde Show und danach macht er so 20 Minuten, eine halbe Stunde, auch so seine 5-6 Songs, weißt du? Und danach komme ich wieder rauf, mache noch ein paar Songs und dann ist die Show vorbei. So. Also ich meine, es ist halt auch viel aufregender, wenn in so einer zweistündigen Show auch so Special Guests mit dabei sind und ein bisschen Farbe reinbringt. So. Und nicht immer die ganze Zeit einfach, bis seine Stimme heiser wird und bis er nicht mehr kann und schwitzt sich da ab und so. Reicht doch jetzt. Und bei jedem Vocal, den er rauslässt, spuckt er schon seinen Schweiß raus und die Fans kriegen Abturn. Weißt du, dann habe ich auch ein bisschen Schnaufpause. Es ist witzig, es macht Spaß, es ist lustig. Wir haben auch einen Song zusammen, den performen wir auch. Weißt du, dann habe ich Too Late, meinen Backup-Rapper dabei, der macht auch noch einen Song. Dann habe ich Big Baba dabei, auch aus Schöneberg, auch von der Straße, ein Rapper, auch ein sehr guter Freund von mir seit Kind auf. Und da ist dann halt ein bisschen bunt. Es stimmt, die Physik stimmt, die Chemie stimmt. Und das, die Leute feiern das. Und ich bin da halt der geborene Entertainer und dann läuft doch alles. Du bist jetzt ja, korrigier mich gleich bitte, aber schon, es ist das erste Mal, dass du als Headliner auf so einer Tour unterwegs bist, oder? Das erste Mal. Hast du da... Krass, was alles passiert ist, wenn man alles alleine macht. Man kommt, ich bin auf Platz 12 eingestiegen, ich habe eine eigene Tour, ich habe ein krasses Feedback und ein krasses Album gemacht. Das ist schon echt, also ist schon komisch, oder? Es ist schön, dass du es jetzt gerade auch selber merkst. Ich wollte nämlich mal da rangehen, die Verantwortung und der Fokus auf dich ist ja dann noch ein bisschen anderer, als das vorher war. Spürst du das? Extrem. Wie gesagt, halt, das ist ein Riesenunterschied für mich. Ich hätte das nicht gedacht, für mich ist es eine riesengroße Überraschung. Und ich meine... zweite Album hatte ich einen Bandübernahmenvertrag mit Universal, weißt du, wo ich halt auch viel mehr erwartet habe. Ich dachte, da passiert vielleicht mehr oder vielleicht habe ich auch nicht die passenden Tracks gehabt, weißt du, aber auch von der Arbeit aus ja, war halt alles nicht so viel. Ich meine, wir machen jetzt alles selber, wir sind im Radio, wir Kiss FM, hier, dort, wir kriegen Sponsoren, weißt du, die uns auch sogar Geld anbieten, weißt du, es läuft. Ich meine, man muss echt selber handhaben. Und ich habe gemeint, man muss sich echt selber drum kümmern. Man muss es wollen. Und ich habe echt hier Major Moves. Ist jetzt auch nicht mal so, ist auch kein Riesenlabel, weißt du? Wirklich Indie Independent Label, wirklich so für sich. Mein Management, weißt du, auch ein Student, ein sehr guter Freund, weißt du, der studiert und seine Kreativität so rauslässt, weißt du? Und sein Können noch so zeigt, so. Und die Leute halt so dementsprechend richtig anspricht. Und so merke ich halt, es läuft, wenn man wirklich sich bemüht. Ja. Und wir machen das zu dritt gerade, wirklich zu dritt oder zu viert. Es ist erfolgreich, das sieht man. Ja. Dazu gehören dann natürlich auch, und ich weiß, das mögen Rapper nicht gerne, wenn das Album gerade durch ist, aber immer noch die Planung und die Ideen und die Konzepte, was so als nächstes kommen soll. Habt ihr da schon so ein bisschen Dinge im Auge, die geplant sind, die ihr machen wollt, die für die Zukunft kurz- oder langfristig geplant sind? Also auf jeden Fall, an diesem Album sind wir auch mit Konzept rangegangen. Und das hat mir echt sehr viel geholfen, sehr geholfen. Ich habe 19 Tracks gemacht und 18 davon habe ich genommen. Also sprich, ein Song, den ich auch, das war ein Schlagersong. Ich wusste, dass ich den sowieso nicht nehme, aber ich wollte mal gucken, was da rauskommt. Den bringst du als Single zwischendurch nochmal? Nein, den würde ich verkaufen an irgendjemanden, der das singen will, weißt du, der das machen will. Okay. Aber was ich damit sagen will, wir haben so ein gutes Konzept gehabt, sprich, den Song hätte ich jetzt nicht mehr, ich habe 18 Songs gemacht und habe 18 Songs genommen und habe daraus eine normale Edition und eine Premium-Edition gemacht. Aber viele Künstler machen 25, 30 Songs und nehmen sich die 18 oder 20 besten, weißt du, und machen dann auch Free-Track und was weiß ich, wie auch immer. Also es läuft, wenn man sich da wirklich hinsetzt und sich Kopf drum macht mit Konzept und Plan und wie auch immer, dann ist alles viel einfacher. Und wir haben echt, an jedem Song sind wir echt mit Konzept haben wir uns rangesessen und ist immer das Beste rausgekommen. Ich feiere mein Album sehr, wirklich. Soll dann nächstes Jahr schon was Neues kommen? Ich mache jetzt auf jeden Fall die Tour. Dann gehe ich nach Hause nach Berlin, packe meinen Koffer und gehe meine Familie in der Türkei besuchen. Wie lange? Ich will auf jeden Fall die Fastenzeit dort verbringen. Ich will dort fasten dieses Jahr. Und nach der Fastenzeit mache ich noch vielleicht einen Monat Urlaub. Und dann komme ich zurück und dann mache ich mein nächstes Album. Aber darüber will ich jetzt noch nicht reden. Es ist klar, ich weiß das ja, aber ich muss ja schon mal so ein bisschen Informationen rauskitzeln, damit die Leute draußen wissen, was passiert. Wir können mit einem anderen Album, nächstes Jahr noch mit einem neuen Alpagan-Album rechnen, auf jeden Fall. Ich habe sogar einen Titel, aber sage ich noch nicht. Ah, komm. Nee. Ein Tipp?
Nee. Ach, gib mir irgendwas. Nee. Verdammt, das war ein Versuch. Kommen wir zum Ende noch zu dem Geheimnis, das du für diese Tour versprochen hast und veröffentlichen wolltest. Geht um schwule Rapper. Erstmal, warum überhaupt? Ja, ich dachte, so wird meine Show auf der Bühne so ein bisschen spannender und die Leute kommen halt mit mehr Spannung zu meiner Show und lassen sich überraschen. Mit der Sensation, meinst du? Ja, genau. Aber ich merke schon, du drückst ein bisschen rum. Willst du die Antwort hier geben? Ja, ich würde sagen, die Leute sollen meine Musik hören oder besser gesagt, die meine Musik hören, die wissen schon, wen ich meine. Da geht der Promo-Move dann noch weiter. Sie müssen die CD kaufen, um zu wissen, worum es geht. Genau. Ich merke schon, der Mann hat gelernt, wie man das Geschäft macht. Ich sage danke, denn Tourmanager steht da schon und will dich auf die Bühne schicken. Insofern Backspin TV, Alba Gunn. Backspin TV. Genau, ja. Überhaupt. Und wir beide nächstes Mal Interview, du weißt. Ne? Wie als erstes. Noch offener. Ja. Danke. Wir sind draußen. Tschüss. Und wir gucken jetzt Show.